Servus, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Emme. Ja, bei uns regnet's heute im Schwabeländle. Und da haben wir gedacht, ich möchte euch einfach heute mal wieder eine Band näher bringen. Vielleicht eine unbekanntere Band. Vielleicht kennt aber auch schon oder kennt schon einige diese Band. Ich kenne diese Band erst seit 2 Wochen. Die habe ich so entdeckt, so in einer Facebook-Gruppe. Ja, da wird manchmal immer so Bands anzeigt auf YouTube oder so. Und da habe ich da mal reingehört. Und ja, richtig, richtig coole Band. Und für das ist ja mein Kanal auch da, einfach zum neue Musik entdecken. Nicht nur altbewährte, sondern auch neue Musik. Und ich will ja auch neue Musik entdecken. Und diese Band, ich würde sagen, ja, hört es euch einfach mal an. Nämlich heute geht es um diese Band. Leute, ihr habt es gesehen, um welche Band es geht, um Iron Flame. Ja, und die habe ich, wie gesagt, auch erst entdeckt, so vor circa 2 Wochen in einer Facebook-Gruppe. Und da stelle ich euch heute einfach mal, die haben schon 5 Alben rausgebracht. Ich habe jetzt erst 2 Alben von denen und ich zeige euch einfach mal, welche Alben ich mir von denen geholt habe bei High Roller Records. Und da zeige ich euch auch mal noch was richtig Geiles, was High Roller da gemacht hat. Absoluter Wahnsinn, deswegen bin ich so Fan von High Roller Records. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Album. Dieses hier, Iron Flame Heavy Power Metal Band aus Amerika. 2016 erst gegründet, haben jetzt schon 5 Alben. Wie gesagt, ich habe jetzt erst 2 Stück, die ich jetzt auch gefunden habe. Und dieses Album hier ist das 4. Album, Where Madness Dwells. Und dieses Ding ist rausgekommen 2022, ist limitiert auf 350 Stück. Ja. Und ich habe eigentlich am Anfang, wo ich die Band so jetzt da vor 2 Wochen rum circa so entdeckt habe, das neueste Album von denen gehört. Aber ich habe mir das dann hier auch mitbestellt. Und das war jetzt cool. Ich zeige euch mal geschwind nochmal dieses hier von High Roller. Und dann zeige ich euch mal dieses hier. Hopsala. Das sind ja 2 Cover. Ja, diese hier war eingeschweißt. Und dann ist dieses Cover dabei gelegen, hinter der Scheibe. Und da habe ich gedacht, oh, keine Ahnung, haben sie das als Schutz reingetan. Einfach, nein, High Roller. Das war, wie gesagt, dieses hier war zugeschweißt. Und hier, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, war das Cover kaputt, ist eingerissen. Und die haben aber nicht die Folie, also das Eingeschweißte aufgeschnitten, nein. Die haben ein neues Cover dazugelegt. Und am Anfang haben wir echt gedacht, warum ist jetzt da nochmal ein Cover dabei? Und haben mir das zugeschweißte Mal, wo ich es aufmache, genauer angeguckt. Und dann habe ich gesehen, hier oben ist das kaputt. Und High Roller hat einfach ein neues dazugelegt. Wie geil ist sowas? Das ist doch der Hammer, oder? So, aber jetzt gucken wir uns dieses Album an, von 2022. Und ja, das Album, was ich mir da geholt habe, wie gesagt, das haben wir zusammengestellt mit ihrem Neuesten, das zeige ich euch gleich. Und bei High Roller ist halt auch immer einiges dabei. Das finde ich jetzt, es hat coole Songs drauf, dieses Album, keine Frage. Hier Textblatt, einwandfrei, richtig geil, schön große Texte. Hier die Band. Aber ich finde, es ist noch nicht so. Es hat schon ein paar Songs drauf, die auch power speedig sind, aber nicht so wie das neuere Album.
Aber das ist auch geil und das habe ich mir von High Roller in diesem Ding geholt. Das ist so, ja, Gold, Schwarz, Splatter würde ich sagen, oder? Und das ist ein cooles Album, wirklich. Aber ich finde es jetzt noch nicht so speedig und powermäßig wie das neuere Album. Hier ist auch der Aufkleber, kann ich euch auch mal zeigen. Wie gesagt, 350 Stück limitiert und eine richtig, richtig coole Band. Und ich kenne die ja jetzt auch noch nicht so lange. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr diese Band kennt oder auch jetzt für euch neu ist. Also für mich ist die Band komplett neu, weil wie gesagt, ich habe die auch erst entdeckt in Facebook-Gruppe und ich bin echt absolut Fan. Und jetzt kommt dieses Album, wo ich grandios finde. Kingdom Torn Asunder. Und das ist dieses hier. 2024 rauskommen, dieses ist limitiert auf 400 Stück. Und hört euch mal da den Song Blood and Honor oder Soul Survivors, Mistress of Desire, Standing Tall, Sword of a Thousand Truths, Riding the Dragon, Shadow of the Reaper. Ja, hört euch mal diese Scheibe an. Ich hänge euch mal ganz zum Schluss jetzt, habe ich eigentlich vor, das noch zu machen, hänge ich euch mal ein Lied dran. Und da werde ich euch mal das Blood and Honor hinter dran hängen und so ein paar Infos dazu, zu der Band und so. Also wenn ihr mich nicht sehen wollt, dann spult einfach vor und hört euch den Song an. So, aber jetzt geht's nochmal um dieses Album hier von 2024, das fünfte Album, limitiert auf 400 Stück. Und wie gesagt, fünf Alben haben die schon. Da bin ich jetzt auch noch auf der Suche auf der Suche nach den anderen Alben. Und hier auch wieder das gleiche dabei. So ein Textblatt mit richtig schön große Texte. Und hinter drauf die Band. Und richtig cool. Und ich finde, wenn sowas dabei ist, ist doch schon einfach richtig geil. Absolut top. Sind auch in gefütterte Innenhülle gekommen. Also in gefütterte, aber in weiße. Und ich habe die dann ausgetauscht in die schwarze. Und hier seht ihr, wo ich immer die Stickers hinmache, die mache ich hier immer. Bei mir kommen die auf die Innenhülle drauf und fertig. Und die ist so angekommen, in so, ja, das ist so Gold, ganz leicht marbelt, also ganz leicht sind ein bisschen verschiedene Farben drin. Wenn ich jetzt hier es gegen das Licht hebe, dann erkenne ich das. Aber ich denke, auf dem Video werdet ihr das nicht erkennen. Aber das ist ein richtig geiles Album von Iron Flame, Kingdom Torn Asunder. Ein richtig cooles Album. Ja, von der Band, wie gesagt, wo ich auch jetzt erst entdeckt habe. Absolut geil. Und wenn euch so Power, Speed Metal, Heavy Metal interessiert, dann hört euch mal diese Band an. Und wer noch kein Fan so von Heavy Speed Metal oder so ist, vielleicht wird es ja noch, aber hört euch mal dieses Album an, ist recht richtig geil. Dieses neueste Album von Iron Flame, absolut top. Aber auch das, hier, das ist ja dann das dritte Album gewesen, dieses hier, Where Madness Dwells. Auch dieses ist ein cooles Album, das da, aber ich finde es jetzt nicht so powerful oder wie jetzt das neueste Album hier. Aber sonst ein richtig geiles Album, auch die zwei. Und wie gesagt, ich bin jetzt auf der Suche nach den anderen Alben mal noch. Vielleicht finde ich noch das eine oder andere, na, stelle ich euch vor. Ja, Iron Flame mit zwei Alben, einwandfrei, richtig geiler Heavy Power Metal, absolut geil. So Leute. Und das war's jetzt. Heute am Donnerstag, am Feiertag, 3. Oktober. Wie gesagt, bei uns regnet's. Und da hat sich das richtig angeboten. Ich habe richtig Bock gehabt, euch diese Band vorzustellen. Wie gesagt, ein bisschen, vielleicht für manche unbekannt, also für mich war sie unbekannt, diese Band. Vielleicht kennt sie ja auch der ein oder andere da draußen. Oder vielleicht kennen es auch viele von euch.
weiß es nicht. Aber für das bin ich ja auch da, einfach Bands vorzustellen, wo nicht so bekannt sind und vielleicht noch bekannt werden. Warten wir es einfach mal ab. Und mir gefällt es auch, immer neue Musik zu entdecken. Ich liebe das einfach. Das ist das Schöne dran an der Musik, dass es so viel unterschiedliche Musik gibt. Und das hoffe ich, das hört ihr auch, viel unterschiedliche Musik, nicht nur immer das Gleiche, sondern viel unterschiedliche Musik. Es gibt so geile Musik da draußen, so geile Bands, echt, die auch ich erst entdecken muss noch, weil ich kenne auch nicht alles, ich kann nicht alles kennen. Ja, ist auch gut so. So Leute, das war's jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, zum Schluss hänge ich euch jetzt noch den Song dran mit so ein paar Infos und dann wünsche ich euch noch einen schönen Feiertag. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video, und ich sage danke, dass ihr meine Videos schaut, und jetzt wisst ihr, was zum Schluss wieder kommt. In diesem Sinne, immer volle Kanne Oschis!